Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen ja, Passau ist derzeit bayernweit die Stadt, die Gebietskörperschaft, die mit der vom höchsten Inzidenzwert betroffen ist. 439 ist dieser Inzidenzwert zum heutigen Tag. Damit sind wir in einer Region, in der wir eigentlich immer ganz froh sind, wenn wir sind, nämlich vorne in Bayern. Aber in dem Zusammenhang ist es natürlich nichts, auf was wir stolz sein könnten. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Kanzlerin haben ja in dieser Woche über Maßnahmen sich ausgetauscht. Das bayerische Kabinett hat diese Maßnahmen gestern umgemünzt. In welcher Form das noch erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Ich denke, dass zur Stunde im Landtag diskutiert wird und erst hinterher wird dann klar werden, welche neue Regelungen in Bezug auf die Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen werden. Unabhängig davon haben wir uns in Passau entschlossen, die Dinge in die Hand zu nehmen und eigene Regelungen zu treffen. Zunächst einmal beginnend ab morgen und zunächst einmal beschränkt auf eine Woche, also endend nächsten Freitagabend. Es handelt sich zum einen um eine allgemeine Ausgangsbeschränkung. Es ist das Verlassen der eigenen Wohnung nur noch mehr nach Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Also die Ausübung des Berufs, die Inanspruchnahme medizinischer Versorgung, der Besuch therapeutischer Berufe, Versorgungsgänge natürlich, zum Einkaufen kommen, weitergehen oder der Besuch der Verwandtschaft. Die Polizei ist angehalten, diese Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren und die triftigen Gründe sind, glaubhaft zu machen. Es gibt als zweites Einschränkungen von Versammlungen im Sinne des Bayerischen Versammlungsgesetzes. Bei allen Versammlungen ist ausnahmslos Maskenpflicht. Eine bittere Pille für Raucherinnen und Raucher. Während der Versammlung muss die Maske und die triftigen Gründe sind, sie darf auch nicht mehr zum Essen, Trinken oder Rauchen abgenommen werden. Die Teilnehmerzahl ist auf höchstens 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschränkt und die Dauer der Versammlung auf höchstens 60 Minuten. Ausnahmeregelungen, die vom Ordnungsamt festgelegt werden. Bei Gottesdiensten und Zusammenkünften von Glaubensgemeinschaften werden wir anordnen, dass für die Teilnahme auch die Maskenpflicht am Platz gilt. Das ist meiner Beobachtung nach bislang schon der Fall, aber jetzt wird es geregelt. Einen breiten Raum nehmen aufgrund der derzeitigen aktuellen Situation die vollstationären Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Altenheime und Seniorenresidenzen ein. Sie wissen, dass wir gerade in diesem Bereich in Passau massiv betroffen sind und viele Einrichtungen hohe Zahlen aufweisen. Es ist klar, dass die Schulen hier Verlässlichkeit wollen. Die müssen natürlich auch kommunizieren mit den Eltern. Alkoholkonsumverbot, 24 Stunden, so geregelt, auf öffentlichen Flächen und öffentlichen Plätzen. Und eine kleine Fußnote, es ist ja auch ein Ergebnis aus den Gesprächen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und der Kanzlerin, den Eltern. Auch die Silvesterböllern haben wir noch einmal in den Fokus genommen und werden hier in Passau Plätze und Fläche definieren. Wir haben ja schon im Gegensatz zu anderen Kommunen eine Verfügung, wonach im Großen und Ganzen im Altstadt- und Innenstadtbereich das ohne dies untersagt ist, bislang aus Brandschutzgründen. Und wir werden diese Flächen erweitern um den Klostergarten, um die Flächen am Innen an der Donau und um das Oberhausareal und dort das Silvesterböllern
auf öffentlichen Flächen verbieten. Soweit die Allgemeinverfügung, und ich darf an dieser Stelle mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken bei Herrn Grochmann und Herrn Linseisen für diese unendliche schnelle Vorarbeit, aber auch bedanken bei der Regierung von Niederbayern, die uns hier beratend zur Seite stand und, soweit kann ich das sagen, auch ihr Einvernehmen schon erteilt hat mit dieser Verfügung, abgestimmt, soweit ich gehört habe, auch mit den zuständigen Ministerien. Das ist der Stand der Dinge, nach dem sich die Stadt ab morgen organisieren wird. Ihre Fragen bitte. Ja, Herr Munzinger. Haben Sie gesagt, die Ausgangssperre gilt bis kommenden Freitag. Unter welchen Schwellenwert bei der Inzidenz, unter welchen Schwellenwert muss die Inzidenz denn fallen, damit die wieder aufgenommen werden kann? Naja, es gibt die bayerische Hotspot-Strategie. Und wenn ich mich da anlehne an das, was andere Gebietskörperschaften schon gemacht haben in der Hinsicht, dann denke ich, dass wenn wir uns ungefähr Ende nächster Woche mal zusammensitzen, das unbedingt unter 300 sein muss, bevor man wieder über anderes reden kann, vielleicht sogar noch weiter drunter. Aber 300 ist einmal das Mindeste, was man unterschreiten sollte. Frau Heringer. Die Geschäfte, die bislang offen haben, die haben in Zukunft auch offen. Auch die Dienstleistungsbetriebe, das ist ja bayernweit geregelt, wer offen haben darf und wer nicht. Beim kleinen Grenzverkehr bleibt auch alles beim Alten. Das ist bayerisch geregelt. Also es bleibt nicht alles beim Alten, beim kleinen Grenzverkehr. Es gibt ja jetzt diese neue Einreise-Quarantäne-Verordnung für Tagesausflügler. Wir haben dazu noch nichts in den Händen, aber so wie es sich liest, ist das für unseren Grenzraum eine sehr scharfe Maßnahme. Also so wie ich es lese, kann ich mit dem Mountainbike für dahin nicht mehr im Oberösterreichischen mein Unwesen treiben, weil ich ansonsten 14 Tage in Quarantäne müsste. Also das ist die direkte Folge daraus, dass es nur noch mehr unter ganz, wenn ich das richtig gelesen habe, unter ganz engen Vorschriften möglich ist, einen Tagesausflug nach Österreich oder nach Tschechien zu machen. Und wenn ich den Hintergrund richtig deute, waren die Skifahrer die Auslöser, also wären die Radlfahrer genauso dabei sein. Und die Fußgänger und die Jogger und alle miteinander. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich an der Stelle Dankeschön. Also wir haben eine ernste Situation, die wir auf gar keinen Fall unterschätzen, haben wir auch bislang nicht. Wir haben viele, viele Menschen, die ganz Unglaubliches leisten derzeit. Wir sind auch, selbstverständlich gehen wir davon aus, dass sie die Situation so weit beruhigen, dass diese Maßnahmen tatsächlich nur zeitlich beschränkt sind. Und setzen natürlich schon auch auf die Disziplinen der Bevölkerung, die wir ja bislang schon hatten, bitten auch um Verständnis für diese Maßnahmen. Aber im Mittelpunkt, und ich kann mich da nur wiederholen, steht, dass wir die besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schonen, dass wir nicht die Alten, die Kranken, die Schwachen vergessen, die aufgrund dieser Pandemie ganz besonders unter Druck stehen. Die müssen jetzt im Fokus stehen, unsere Bemühungen. Natürlich auch weiterhin die Gesundheit insgesamt. Weiterhin natürlich auch, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können. Und zu guter Letzt, dass wir möglichst viele unserer Arbeitsplätze erhalten können. Eingedenk dieser Tatsachen, denke ich, sind diese Maßnahmen auch angemessen, die wir hier ergreifen. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, passen Sie auf sich und wir sehen uns wieder.